Ja, mit dieser schönen Kamerafahrt begrüße ich euch zu meinem nächsten Let's Play Train Simulator 2014. Wir fahren heute mit einem D-Zug auf der Strecke Projekt Freiberg von Tharandt Richtung Flöha. Ihr habt schon gesehen, wir fahren heute mit der bordeaux-roten BR243 von Virtual Railroads in der Exportline-Version. Hinten dran haben wir hier, ja, unter anderem Mitropa Speisewagen und andere Deutsche Reichsbahn Wagen. D-Zug. Wir fahren einen Durchgangszug. D-Zug steht ja für Durchgangszug. Sowas wie ein Schnellzug heute, könnte man sagen. Rüstet die Lok auf und lasst jetzt die Passagiere zusteigen. Um 8.30 Uhr ist Abfahrt. Gut, das werden wir hoffentlich halten. Wir werden erstmal die Fahrgäste reinlassen. Und wir werden es erstmal aufrüsten. Hier zuerst schalten wir mal die Batterie mit Shift B ein. Dann werden wir die Handbremse lösen. F4-Monitor, Kupplungsanzeige. Dann den Hauptluftbehälter. Da sehen wir, das sind nur 8 Bar und wir brauchen aber 10. Das heißt, wir starten immer mit Shift Ö. Damit der jetzt mal hier hochfährt auf 10 Bar. Hier ist in der Weile schon ordentlich was los. So. Jetzt ist er auf 10 Bar. Ja. Das ist jetzt die Bremse auf 4,7 Bar. Legen den Richtungswender nach vorne, wählen den Stromabnehmer, heben den mit P. Strom ist da, 15 kV Spannung ist gut. Hauptschalter einschalten mit Z. Jetzt mit I noch die Instrumentbeleuchtung und das Licht mit H. Dann noch die SIFA mit Shift 7 und die BCB mit Shift 8. Macht noch ihren kleinen Selbsttest hier. So, und es ist Abfahrt. Tür müssen wir nicht schließen, wir haben ja keine Virtual Railroads Waggons dran. Das heißt, wir können die Bremse lösen. Ach so, und natürlich noch, was wichtig ist, noch den Bremskraftwähler schalten. So. Ein und auf 40, das wäre... Aufgeschaltet wird er. Sehr schön. So. 40 km/h ist erstmal noch unsere höchste Geschwindigkeit. Ich mache mal hier ein bisschen den Scheibenwischer an. Nachdem wir jetzt im Letztest ja mit der kaminroten Variante gefahren sind, fahren wir heute mal mit der bordeaux-roten. Das Szenario ist mir neulich mal so in den Blick gekommen und dann dachten wir, fahren wir das mal. Klang irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Und dazu noch die schöne Kamerafahrt am Anfang. Was will man mehr? Das ist ja hier eine unregelmäßig erscheinende SIFA. Also nicht eine Zeit-SIFA, sondern eine Bestätigungs-SIFA, glaube ich. So, jetzt fahren wir hier die Kehre bei Tharandt. Auch der Bahnhof Tharandt. Ich bin ja neulich erst wieder lang gefahren. Sieht komplett anders aus heute. Wirklich komplett anders. Echt krass. Also von den ganzen Gleisen, die da heute, die da hier noch sind auf der Strecke, sind da heute nur noch ein Gleis. Deren deutsche Bahnstandard halt. Schon ganz schön krass, was sich da getan hat. So, wir können jetzt hier aufschalten. Das Wechselblinken ist aus. Wir haben jetzt hier einen kleinen Radschlupf. Das passiert aber jetzt 243 öfters mal. Vor allen Dingen, wenn es hier mal so steil auf geht. Signalsystem. Da habe ich manchmal noch so meine Probleme mit. Aber ja, gib mir Mühe. Aber ich muss sagen, ich konnte es erkennen. Also ich konnte auf alle Fälle jetzt hier, ist das die, der Fluss hier, ist das, glaube ich, das Mulde. Edle Krone kann man auch noch erkennen, den Haltepunkt. Ich muss schon sagen, man konnte schon eigentlich ganz gut erkennen. Natürlich hat sich viel geändert, auch Freiberg. Aber so ein
bisschen zumindest kann man noch erkennen. Das kann man schon sagen. So, jetzt geht's hier aber ordentlich hoch. Wir können ja mal ein bisschen was von außen zeigen. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Das sind immer die schöneren Ansichten, finde ich, die über dem Gleis sind irgendwie nicht so schön. Das ist auch nochmal das andere Makro, was es hier gibt unter Lok. Ist mir neulich auch erst wieder passiert, dass der alle Fahrstufen abgeschaltet hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Lange nicht mehr mit der, also 243 sind wir noch nie gefahren, außer bei dem Testvideo. Hab ich mir gedacht, fahren wir mal hier zurück und suchen wir hier durch Edle Krone. Schneeflugtafel. Schneeflugbuch. Alles grün, sehr schön. Aufgefallen, wir sind hier noch nie in die andere Richtung gefahren. Noch nie. Wir sind noch nie hier in den Tunnel reingefahren. Rampe hoch, so nennt man das, glaube ich. Im Fach. Habe ich immer aufgeschnappt in den Kommentaren. Was ich in den Kommentaren lese, probiere ich auch meistens mir zu merken. Fahrstufenanzeige, also hier können wir immer ein schönes Hin- und Herschalten beobachten. Aber ist das nicht eigentlich übelst blöd gebaut eigentlich? Also jetzt nicht das Modell, das ist ja jetzt nur wie die Realität, aber jetzt mal die Realität, wenn das so schnell dann, weil das so halt so hart aufschaltet, Radluft bekommt, wie mache ich denn das dann in echt? Ich kann nicht die ganze Zeit sanden, das mache ich jetzt auch nicht, aber kann ja mal sein, dass es mal einen sehr starken Anstieg gibt oder sowas. Dann. Sehr schöner Sonnenaufgang hier heute. 8.09 Uhr. Winter ist es halt schon normal. Ne? Ich gehe jetzt mal lieber kurz zu. Alles im grünen Bereich. Ja. Hinter Klingenberg-Kolben, jetzt können wir dann auch auf 100 beschleunigen. Aber leider dann nach hinter Niederburg, das ist, glaube ich, ist dann leider wieder vorbei. Nur kurze Freude. Ich kann doch eigentlich die Beleuchtung ausmachen, da sieht man es so besser. Oh. Blinkend. Höchstgeschwindigkeit auf 40 km pro Stunde. Ermäßigen. Thank you.
nach der Taranta-Rampe dann geschafft, erstmal mit den Anstiegen. Geht er dann erstmal bis Freiberg noch so ein bisschen hoch. Ab Freiberg dann eher wieder runter. Sehr schön. Also irgendwie, auch wenn die 243 schon ziemlich alt ist, mir gefällt es irgendwie trotzdem sehr. Denke ich, also ein bisschen moderner, orientiert lieber. Aber die gefällt mir irgendwie. Na gut, hier sehen wir jetzt nicht so viel. Jetzt ist es wieder tot. Das kommt jetzt nach dem nächsten Hauptsignal. Da werden wir dann wieder auf 80 unterbremsen, da seht ihr es schon.
Signal, Höchstgeschwindigkeit. Wie war das nochmal? Ja, nicht direkt, sondern Höchstgeschwindigkeit auf 40 ermäßigen. Oder 60, steht hier auch. Anbetracht der Tatsache würde ich immer auf 60 schätzen. So, und inzwischen hier, so. Kurz vor Muldenhütten. Ja, ich kann ja noch mal ein bisschen was erzählen zum Livestream. Also, da gab es ja auch den Absturz. Ich habe inzwischen noch rausgefunden, dass es nicht am Internet lag. Wie ich zuerst vermutet hatte. Es gab da auch wieder irgendeinen. Ja, deswegen forsche ich da auch im Moment dran mit dem Bluescreen und sowas. Weil wie gesagt, ich habe schon ausprobiert, es liegt an den Treibern. An was für ein Treiber noch nicht ganz. Also ich habe schon vieles behoben, aber ich weiß halt noch nicht, ob ich alles behoben habe. Und es ist halt erst weg, dann alles behoben ist. Also da kommt eine Villa wahrscheinlich irgendwie hinter. Sehr schön. Eine sehr schöne Winterlandschaft. Da kommt ein Signal. Ja, wieder gelb, also Höchstgeschwindigkeit auf 60 reduzieren. Vorsignal ist aber hier noch. Die Sonderprogramme nur fahren, nur bremsen, aber die muss ich im Moment nicht benutzen. Moin. Fahrt mit 60 km/h. Braucht man nicht bestätigen. Also. Obwohl, ich habe mal gelesen, Wachsam-Taste bekommt, die Anzeige, aber die sollte man trotzdem bestätigen. Dass man sie gesehen hat. Oh, hier alles wieder grün, sehr schön. Den Flug kann ich auch wieder runter machen, habe ich zum Teil noch. Das ist auch ein schönes Aquädukt hier, oder Viadukt, Viadukt eher. Hier auch eine schöne Sicht hier zaubern, oh ja. Also die N, das N-Makro, das ist so richtig Luft, Duckluft getrieben, das hört man richtig von mich. Thank you.
Fahrgäste. In wenigen Minuten erreichen wir Freiberg Hauptbahnhof auf Gleis 1. Wir verabschieden uns für alle Fahrgäste und bedanken uns für die Mitfahrt. Sehr schönes Szenario gibt es im Rails im Forum zum Download. Gibt es ja auch schon für die neue Version auch schon von. Es gibt ja das Projekt Freiberg 1.1. Habe ich leider noch nicht geschafft runterzuladen. Aber es läuft halt noch auf der alten. Aber es gibt auch schon ein Update dafür, falls ihr jetzt schon die neue Version habt. Wenn ihr jetzt euch denkt, oh nein, das funktioniert ja gar nicht, dann bei mir mehr. Gibt schon ein Update dafür, müsst ihr mal einfach im Rails im Forum gucken im Download-Bereich. Da gibt es das dann zum Download. So. Hier links geht es ab zum Güterbahnhof, zum Abzweig dann. Also hier könnte man sagen, jetzt hier geht es von uns ab, wenn jemand dem Haus folgt, die Strecke nach Großhartmannsdorf und hier nach Langenau. Das sind wir alles schon gefahren, obwohl nach Großhartmannsdorf sind wir glaube ich noch gar nicht gefahren. Ich habe gerade noch eine Idee. So. Ich werde das hier gleich mal abschalten. Das war auch schön bei dem Szenario. Wollte ich starten, einfach nur gucken, ob mir was fehlt. Und es fehlte mir nichts. Das finde ich immer schön. So. Wir halten an. Perfekt an der Tafel. Wir öffnen die Türen. Nummern, das sind die Bordeaux-Roten, die ich gelesen habe im Handbuch mit den 100er Nummern oder so. Ich kann nicht rot. Obwohl, das würde mich interessieren. Wird das eigentlich nach der Qualität einfach oder? Abfahrt, okay, weiter geht's. Rein schnell, bevor es wieder zu kalt wird draußen hier. Fahrzeuge, wenn es nicht, ja, also kein Ressource. Ich hoffe einfach nochmal, ich habe auch schon Infos bekommen, dass es gar nicht so schlimm sein soll. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, sagen wir es so. Wir fahren wirklich nur durch ganz zu gehen, wenn wir halten, dann ist es wirklich nirgendwo. Da sieht man nichts.
Berg hoch und dann geht es eigentlich noch runter. Fahren wir noch einmal mit 20 über das Viadukt in Oederan dort. Durchfährt, da zieht die Strecke an einem vorbei, da denkt man, hui, das Szenario dauert doch gar nicht so lange, denkt man sich dann, naja, jetzt mache ich aber mal das hier aus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier noch nicht mit dem mal 10 wie heute, wo wenn nur noch eine 4 da steht, ist dann 40 und dann muss halt immer die jeweilige Zahl mal 40, mal 10 gerechnet werden. Hier noch dann ausgeschrieben mit 100. Ja. Ich muss ja sagen, die Note ist gut. Ja. Ich kann man es dann so besser erkennen. Ja. Nimmt sich nichts, würde ich mal sagen. Gewöhnt sich auch schnell an die Ziffern einfach immer. Oh hier, eine Dampflok. Moin. Na, wir können so gut durchfahren. Wir müssen nicht in der alten Chaise von Dampflok sitzen. Oh, da habe ich mir gerade Feinde gemacht mit der Aussage. Meter 45 sind wir jetzt schon. Ja, ich werde den Livestream, denke ich, auch nochmal in den nächsten Tagen jetzt versuchen, nochmal hochzuladen. Gab ja dieses eine Problem und dann bin ich nochmal, habe ich nochmal neu angefangen. Bei zukünftigen Livestreams wird das natürlich ein No-Go sein, dass das dann abstürzt. Vor allem, wenn ich dann mal eine längere Zeit fliege, was ich auch mal vorhabe. Ich habe jetzt auch die 777 von BMDG, BMDG, auch mit der AR, mit der 300er Variante. Da werde ich mir jetzt erstmal einarbeiten müssen. Aber da wird irgendwann auch mal was Schönes kommen. Wenn es ein Livestream ist. Ich weiß es nicht. Es wird jetzt auch weitergebaut von dem Streckenerbauer. Die Strecke wird ja bis Chemnitz weitergebaut, glaube ich. Das ist nochmal ein ganz schönes Stückchen eigentlich von früher. Aber da sind ja immer mal richtig große Abstellanlagen, was ich jetzt da gesehen habe von den Bildern. Von ihm, was er gebaut hat. So. Ja, das ist halt noch ein richtiger Uhrenkasten, das der Führerstand hier. Ne? Ah ja, die 200, die 143 ist ja praktisch das gleiche, ne?
bereitgehalten mit Zettel und Stift und aufgeschrieben, woran es diesmal liegt. Dieses HL-System ist auch in die Jahre gekommen. Also ich hab's zwar noch nicht immer wieder gesehen auf irgendeiner Strecke, ich weiß es nicht mehr, wo es genau war, will ich da jetzt nicht festlegen, aber wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das noch jetzt wieder gesehen. Und, aber ich habe mich da auch ein bisschen beschäftigt, weil ich will nicht wieder so eine Schmach erleiden wie was war das für eine Miller genau, als die rausgekommen sind. Jetzt sind wir doch auf der Nebenstrecke Richtung Großhartmannsdorf gefahren und da habe ich doch eine Zwangs nach der anderen bekommen. Geht, versuche ich so zu meiden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon ziemlich am Ende des Videos bin, dann lasse ich es halt drin. Wenn es halt am Anfang ist, dann denke ich mir so, komm, fängst du nochmal neu an, aber wenn es dann gegen Ende geht und dann ist nochmal eine Zwangsbildung, lasse ich es drin, also mein Gott. Ich mag es halt selber auch nicht so sehr, muss ich sagen. Außer wenn man es jetzt halt drauf anlegt oder so, aber versuche hier schon so ein bisschen realistisch zumindest zu sein. Mich ein bisschen auszukennen und nicht nur Mist zu labern. Ich habe jetzt nicht große Eisenbahn kenne, aber so ein bisschen Ahnung ist vielleicht schon ein bisschen wichtig. Ah, hier Not aus, das wäre fatal jetzt hier. Lok modelliert hätte. Das heißt, wenn man aufrüstet, muss man auch nochmal durch die Lok laufen oder sowas. Das finde ich cool. Oder kommt 80. Ich glaube, wenn mich das durch so ein Signal gibt es gar nicht, um das anzukündigen. 80. Bis ab 60 geht's los. Das müsste eigentlich bedeuten, dass man noch ab 60 bestätigen muss. Signal. Das bedeutet Höchstgeschwindigkeit wieder reduzieren. Das heißt, darauf können wir uns dann schon mal vorbereiten. So, jetzt geht's hier schön runter. Da haben wir wohl etwas zu abrupt runtergeschaltet. Das hätten wir nicht machen sollen. Das war der Fehler. So. So, jetzt müssen wir hier mal eben anhalten.
Jetzt werden wir ja ein bisschen rumreparieren. Ich werde das jetzt nicht rausblenden, nö, das mache ich jetzt nicht. Wie lange haben wir es noch bis Flöha? 10 Kilometern, das ist ja in Ordnung. Ah, ich weiß schon, was der Fehler war. Ich hätte nicht so schnell runter schalten sollen. Trennschutz, Hauptschalter nicht vergessen einzuschalten, okay. So, sorry, Lok. Das wird nicht mehr passieren. Nicht erstmal, dass auch die Zugkraft auf Null geht. Dann kann man dann ausschalten wahrscheinlich. Bald da, würde ich mal sagen, 9 Kilometer noch. Bald geschafft. Das soll jetzt mal die Lok für mich erklären. Sieben Kilometer, das geht ja. Das machen wir so. Das ist aber jetzt ganz schön. Ach, jetzt kommt noch die Brücke und dann sind wir ja fast da.
Hetzdorf. Das ist ja unter uns Hetzdorf hier. Ich will so spät wie möglich erst 20 drauf haben. Ich will ja nicht so rumkriechen. Warum jetzt 20 ist, frage ich mich sowieso, aber... einfach festgelegt. Glaube ich, heute ein Fahrradweg. Sehr schön. Na, hier unten bin ich schon mal hingefahren mit der Ludmilla, das wisst ihr vielleicht noch. Jetzt kriegen wir da mit unserem Durchgangszug lang. Shane. Abgelaufen ist, so. Und dann los. Ach, ich bin ja auch blöd, es fällt mir das gerade wieder ein. Es gibt doch eine Taste für die das Ablaufen der Dings. Da. Ja. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt einfach manuell weiter hier. Dass man hier noch so fahren kann. Die ganze Zeit machen soll. Es ist nicht so viele Dings gegeben. Später Einsicht, aber besser als nie. Ne? So, jetzt sind wir ja praktisch. Sehr geehrte Fahrgäste, in Minuten erreichen wir Flöha Hauptbahnhof auf Gleis 3, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Wir bedanken uns mit der Mitfahrt mit der Bahn. Auf Wiedersehen. Nochmal PZB wachsam. Wenn wir ein gelbes, blinkendes Signal, Vorsignal gesehen haben. Das bedeutet natürlich wieder Geschwindigkeit vermindern. Auf 60. Thank you.
runter geht hier, der bremst immer noch gut. Gute alte Lok. Und nochmal PZB-Wasser. Nee, jetzt auch noch zwei gelbe Lichter. Halt er war. So, Ankunft in Flöha. Ich bremse einfach mit 4,7 bar runter und so wie ich ankomme, bleibe ich dann noch stehen. So, 500 Hertz Magnet aktiv, das erste Mal in dem Szenario, also dass wir ihn brauchen. Aus. Oh. Oh, vergiss deine Tasche nicht, dass sie mit in den Westen reist. Na, von ihm ist es, das Szenario. Link ist dann in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bewerten und kommentieren würdet. Wenn es euch gefallen hat, sehr gut. Ich wünsche, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.